Die Frage war, ob man glücklich ist und stolz darauf ist, dass man Menschen in Not helfen kann. Das deutsche Asylsystem, das deutsche Asylrecht, das ja ein Grundrecht auf Asyl ist, auf Schutz vor politischer Verfolgung, ist sicherlich eine der besten Errungenschaften unseres Grundgesetzes. Und insofern können wir darauf sicher auch stolz sein, auch auf die Art und Weise, wie Deutschland es seit vielen Jahrzehnten praktiziert. Nächste Woche. Sie haben das schon. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich beginne mit einem Termin am Montag, den wir Ihnen am Mittwoch schon angekündigt hatten. Die Bundeskanzlerin wird um 17 Uhr den französischen Präsidenten François Hollande im Kanzleramt empfangen. Zunächst ein bilaterales Gespräch. Um 18 Uhr wird dann der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erwartet. Dann gibt es zunächst ein Gespräch unter Dreien. Um 18.45 Uhr werden die drei sich gemeinsam der Presse stellen. Und anschließend wird das Gespräch dann im Rahmen meines Abendessens zu dritt, also die Staats- und Regierungschefs auch mit ihren Teams, fortgeführt. Am Dienstag, 25. August, zum dritten Mal im Rahmen des Bürgerdialogs wird die Bundeskanzlerin mit Bürgerinnen und Bürgern über gutes Leben in Deutschland diskutieren. Sie erinnern sich an die Veranstaltungen am 1. Juni in Berlin und am 15. Juli in Rostock. Diesmal findet der Bürgerdialog in Duisburg, in Duisburg-Marxloh statt. Beginn ist um 13 Uhr und Ort das Hotel Montan. Etwa 60 Bürgerinnen und Bürger werden mit der Bundeskanzlerin über Lebensqualität in Deutschland diskutieren. Es sind sowohl ehrenamtlich Aktive, die im Stadtteil Marxloh leben, als auch andere Vertreter von Kirchen, der Moschee, der Lokalwirtschaft, der Sozial- und Bildungsträger, die vor Ort engagiert sind. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Am Mittwochnachmittag wird die Bundeskanzlerin dann nach Sachsen aufbrechen. Sie wird mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich gemeinsam in Glashütte den Manufakturneubau der Firma Lange Uhren GmbH einweihen. Sie wird dort um 14 Uhr eintreffen, gegen 14.20 Uhr eine Rede halten, in der sie die für diese Region sehr wichtige Investition würdigt. Danach, immer noch am Mittwoch, wir haben dann nächste Woche die 14. Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes, wird die Bundeskanzlerin, also die Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen, um 17 Uhr zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Die Konferenz ist vom 24. bis 27. nächste Woche unter dem diesjährigen Motto Krise, Ordnung, Gestaltung. Am Donnerstag, 27. August, reist die Bundeskanzlerin nach Österreich. Sie wird um 11 Uhr von Bundeskanzler Faymann in der Wiener Hofburg begrüßt. Anschließend nimmt sie dort in der Hofburg an der Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Konferenz zum westlichen Balkan teil. Sie trifft dabei die Regierungschefs aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien, und auch die Europäische Union wird vertreten sein in Gestalt der Hohen Vertreterin für Außenpolitik, Frau Mogherini. Weitere Teilnehmer natürlich der Gastgeber Österreich, aber auch Frankreich und Italien, die die Ausrichter der nächsten Westbalkan-Konferenzen sein werden. Ich erinnere noch mal dran, das Ziel dieser Westbalkan-Konferenz, die zunächst eine Initiative der Bundeskanzlerin im vergangenen Jahr war, ist es, die europäische Perspektive aller Westbalkanstaaten zu unterstreichen, zu bekräftigen. Außerdem sollen über den Zeitraum von mehreren Jahren die offenen Fragen in der Region aufgegriffen werden. Es sollen neue Impulse gegeben werden, vor allem auch für die Zusammenarbeit, die Stärkung der Zusammenarbeit der Westbalkanstaaten untereinander. Auch die aktuelle Flüchtlingsproblematik, die ja gerade auch die Länder des Westbalkans betrifft, wird in Wien Thema sein. Parallel zur Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs treffen sich übrigens die Außen- und die Wirtschaftsminister zu eigenen Arbeitssitzungen. Es gibt dann ein Mittagessen, zu dem der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer einlädt. Um 14.30 Uhr
kommt dann eine gemeinsame Begegnung vor der Presse zustande, die Bundeskanzlerin, der österreichische Bundeskanzler, ein Regierungschef aus der Region und Frau Mogherini werden sich den Fragen der Presse stellen. Danach ein bilateral deutsch-österreichischer Teil, zunächst ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Bundespräsident Fischer, anschließend um 16.15 Uhr dann ein Gespräch mit Bundeskanzler Faymann. Dabei wird ihr von Bundeskanzler Faymann das vom österreichischen Bundespräsidenten verliehene große goldene Ehrenzeichen am Bande überreicht, die zweithöchste Auszeichnung der Republik Österreich. Und anschließend nimmt die Bundeskanzlerin dann an den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Jubiläums der Deutschen Handelskammer in Österreich teil. Das wird im Palais Ferstel sein und sie wird dort eine Rede halten. Wir sind beim Freitag, dem 28. August. Die Bundeskanzlerin empfängt um 12 Uhr den neuen dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen im Bundeskanzleramt. Und da es sein Antrittsbesuch ist, mit militärischen Ehren. Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben und ca. 13.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Freitagnachmittag um 15.15 Uhr kommt der neue polnische Präsident Andrzej Duda ins Bundeskanzleramt zu einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Und Herr Duda wird vorher noch bei Bundespräsident Gauck im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen. Das ist übrigens um 12.45 Uhr. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe ein bisschen aufrecht gesetzt. Ach so. Das ist in Ordnung. Relativ viel in der nächsten Woche. Die Woche endet dann mit dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Es sind, wie auch in den vergangenen Jahren, die beiden Tage, Samstag und Sonntag. Die Bundeskanzlerin nimmt traditionell Sonntagnachmittag daran teil. Sie wird voraussichtlich zwischen 14.30 und 16.30 Uhr einen Rundgang durch das Bundeskanzleramt und den Garten, den Kanzlerpark unternehmen. Schon am Samstag wird Kanzleramtsminister Peter Altmaier bei einem Rundgang die Gäste im Bundeskanzleramt begrüßen. Es gibt ein reiches Programm in den Ministerien, im Kanzleramt, auch im Bundespresseamt. Wir haben dazu auf unserer www.bundesregierung.de-Seite eine Themenseite. Das können Sie sich gerne anschauen. Und wir machen auch in diesem Jahr ein Pressefrühstück mit der stellvertretenden Sprecherin Frau Wirz. Das wird am Dienstag, 25. um 10 Uhr bei uns im BPA stattfinden. Sie wird dann Sie über die ganzen verschiedenen Aktivitäten informieren. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann darf ich entgegen der sonstigen Tradition auch noch einen Termin anschließen, denn am Tag der offenen Tür beteiligt sich auch die Bundespressekonferenz. Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe. Nein, das müssen Sie auch nicht. Das machen wir ja auch. Wir sind ja nicht die Bundesregierung, aber haben uns gleichwohl vor einigen Jahren schon entschlossen, an diesem Tag auch unsere Türen zu öffnen und diesen Saal für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen, weil wir gemerkt haben, dass sehr großes Interesse besteht. Wir haben das erst einmal gemacht und dann ist das auf so viel Interesse gestoßen, dass wir das gerne wieder machen. Es wird auch hier ein umfangreiches Programm geben. Es kommen Minister, die hier an Pressekonferenzen für die Bürger machen werden. Es wird eine Regierungspressekonferenz geben an einem ungewöhnlichen Tag sozusagen. Ich will Ihnen die Details alle ersparen, aber die finden Sie auf der Internetseite der Bundespressekonferenz und würde mich freuen, wenn Interesse besteht. Und jetzt darf ich fragen, ob es Fragen zu den Terminen gibt. Bitte schön. Herr Seibert, zwei Fragen zu dem Bürgerdialog, also speziell jetzt zu diesem Termin in Marxloh bzw. zu dem Termin mit der Kanzlerin. Können Sie noch mal kurz sagen, wie da ausgewählt wird die Teilnehmer und wer das entscheidet und auch die Fragen vorab besprochen oder die Themenkomplexe besprochen werden? Es ist bei diesem Bürgerdialog, bei dieser Veranstaltung wie auch bei den vorherigen, an denen die Bundeskanzlerin teilgenommen hat, so, dass wir, die Bundesregierung oder das Bundespresseamt, keine Auswahl von Teilnehmern treffen. In Marxloh wird es so sein, dass die Auswahl durch die Städtische Entwicklungsgesellschaft Duisburg vorgenommen wird, in Zusammenarbeit mit Institutionen des Stadtteils, mit Vereinen, mit Kirchen, Sozialträgern. So kommen diese etwa 60 Bürgerinnen und Bürger zusammen. Und selbstverständlich sind die Bürger frei in dem, was sie zum Thema Lebensqualität, was ja nun mal das Thema des Bürgerdialogs ist, der Bundeskanzlerin sagen wollen. Es gibt da keine Vorabstimmungen mit der Bundesregierung und das ist, glaube ich, auch der Reiz der Veranstaltung.
Aber auch eine Selbstverständlichkeit, das käme uns anders nie in den Sinn. Jetzt auch zu diesem Thema, Herr Müller? Nee? Achso, Sie sind jetzt. Wird die Kanzlerin eigentlich für solche Termine nochmal speziell, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, gebrieft oder gecoacht, damit sowas wie mit dem Flüchtlingsmädchen vielleicht nicht nochmal passiert? Die Kanzlerin hat so viele Begegnungen mit Bürgern in verschiedenen Formen in ihrem Wahlkreis oder bei anderen Veranstaltungen, dass sie dafür keines Coachings bedarf. Herr Jung. Mich würde mal interessieren, welche Minister bisher nicht an einem Bürgerdialog teilgenommen haben. Scheinen nicht so viele zu sein. Das heißt, ich darf daran erinnern, dass es eine Initiative der Bundesregierung ist, festgelegt im Koalitionsvertrag und getragen von der gesamten Bundesregierung. Das heißt, alle haben bisher mitgemacht. Gibt es? Ich sehe allgemeines Nicken. Ja. Sagen Sie, entzieht mich jetzt in meiner Erinnerung gerade. Es mag urlaubsbedingt sein, das bitte ich zu entschuldigen. Ich weiß aber, dass am 31.08. eine Veranstaltung mit der Ministerin in diesem Rahmen in Essen stattfindet. Von daher. Für Sie die erste also? Das weiß ich eben nicht, das sagte ich ja gerade. Versuche ich es uns nachzureichen. Also ich möchte jetzt ungern hier die ganze Reihe sozusagen, dass alle dann Ja sagen am Ende. Okay. Vielleicht. Nee, für den Außenminister wollte ich nur sagen, dass zwei Termine im Rahmen des Gutlebens geplant sind. Aber natürlich ist letztes Jahr schon den ganzen Review-Prozess im Auswärtigen Amt gab, in dem es eine Reihe von Bürgerdialogen gegeben hat, an denen auch der Außenminister teilgenommen hat in den verschiedensten Formaten, Town Hall, Fishball und so weiter. Also um das Verfahren abzukürzen, würde ich jetzt sagen, die Frage, hat einer nicht teilgenommen? Also gibt es jemanden, der sagen kann, dass er nicht teilgenommen hat? Also wenn sich die Frage spezifisch auf dieses Format bezieht, dann ist es bei uns ganz ähnlich. Der Minister wird teilnehmen, das ist geplant. Eine Veranstaltung mit ihm in diesem Kontext hat noch nicht stattgefunden. Es gibt eine Reihe von anderen Plattformen, wo auch der Bundesminister des Innern schon in der Vergangenheit regelmäßig zu unterschiedlichen Themen in den Dialog mit den Bürgern getreten ist. Im Zusammenhang mit Gut Leben steht das noch aus. Da der Bürgerdialog bis Ende Oktober läuft, schlage ich vor, wer interessiert ist an Veranstaltungen der Ministerinnen und Minister, schaut auf die Internetseite des Bürgerdialogs. Dort ist alles aufgelistet und dort kann man dann auch seine eigene Reiseplanung machen, wenn man dahin möchte. Ist Ihrem Wissensbegierde so Rechnung getragen? Danke. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es dazu weitere Fragen zu diesem Thema? Gut, jetzt erstmal zu diesem Thema. Dann habe ich nämlich, Herr Liebherz, war das auch zu den Terminen? Dann bitteschön. Herr Seibert, ich habe eine Frage zum polnischen Termin. Der polnische Präsident hat nach seinem Amtsantritt eine ganze Reihe von Bedingungen formuliert für ein gutes Verhältnis zu Deutschland. Dazu gehört die ständige Präsenz der NATO-Truppen auf dem polnischen Territorium, polnische Beteiligung an Gesprächen über die Ukraine, Abschwächung der Klimaziele. Ist die Bundeskanzlerin bereit, Polen in diesen Fragen entgegenzukommen und wie soll es weitergehen? Was erwartet sie von diesem Gespräch? Wie soll es weiter mit dem deutsch-polnischen Verhältnis gehen? Ich möchte jetzt vor der ersten Begegnung mit dem polnischen Präsidenten Duda hier keine inhaltlichen Punkte erörtern. Die Bundeskanzlerin freut sich auf die Begegnung mit Präsident Duda. Er weiß, und ich glaube, das wissen alle, wie wichtig für uns ein gutes, freundschaftliches deutsch-polnisches Verhältnis ist, wie froh wir darüber sind, wie sich dieses Verhältnis in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und alles Weitere, denke ich, wird bei dieser ersten Begegnung der beiden besprochen werden können. Er wird im Übrigen auch zu einem Gespräch mit dem Außenminister zusammentreffen. Der Termin ist noch nicht sicher, aber das ist auch geplant. Wollten Sie ergänzen oder? Nicht. Nee. Also, Entschuldigung. Also ich kann mich dem, was Herr Seibert gesagt hat, nur anschließen und sagen, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Polen sicherlich noch nie so gut heute so gut sind, wie sie noch niemals in der Geschichte gewesen sind. Und wir jetzt den Gesprächen mit dem neuen polnischen Präsidenten mit Zuversicht entgegenschauen und uns darauf freuen, ihn kennenzulernen. Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte schön, Herr Jung.
Als Auswärtige Amt, Herrn Seibert, wird es auch um die Flüchtlingsfrage gehen mit dem polnischen Präsidenten? Polen stellt sich ja in Sachen Flüchtlinge besonders quer. Noch einmal, ich will dem Gespräch hier nicht vorausgreifen, aber die Flüchtlingsfrage, die ja für alle europäischen Staaten eine Herausforderung und eine große Aufgabe ist, ist sicherlich im Moment bei den meisten europäischen Begegnungen auch Thema. Ich will aber trotzdem diesem spezifischen Gespräch nicht vorgreifen. Gibt es weitere Fragen zu Polen jetzt erstmal? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Delfs mit auch eine Frage zu Termin. Ja, schließt er nicht direkt an, Herr Seibert. Wird die Kanzlerin die Flüchtlingsfrage auf der Westbalkan-Konferenz thematisieren? Wäre die erste Frage. Und zweite Frage, ich habe gesehen im Programm, gibt es unter anderem auch ein Fußballspiel, an dem die Regierungschefs mehrerer Balkanstaaten teilnehmen. Ist das, man weiß ja, dass die Kanzlerin Fußball begeistert ist, wird sie das eigentlich verfolgen? Spielt sie mit, nehme ich jetzt mal nicht an, aber gibt es da sonst jemanden von der Bundesregierung, der da mitspielt eigentlich? Also Teil 1 Ihrer Frage, ich hatte das gesagt, dass die Flüchtlingsproblematik auch Teil der Gespräche und Beratungen der Westbalkan-Konferenz ist. Zweitens, die Bundeskanzlerin nimmt an keinem Fußballspiel teil und ich habe auch keine Informationen, dass sie während ihres ja doch auch ziemlich eng getakteten Aufenthalts in Wien ein Fußballspiel besuchen wird. Gibt es weitere Fragen zum Thema Flüchtlinge? Frau Müller. Ich muss das langsam können. So. Herr Seibert, können Sie noch mal kurz darstellen, mit welchen Positionen zum Thema Westbalkanflüchtlinge die Kanzlerin nach Wien reist? In den letzten Wochen Deutschland intern war die Diskussion ja doch durchaus auch kontrovers, was die Frage angeht, welche sicheren Herkunftsländer man vielleicht noch ausweisen sollte, auch was die Frage anging, ob es vielleicht Arbeitsvisa für Menschen aus dieser Region geben sollte. Gestern dann sehr demonstrativ Einigkeit zwischen den Innenministern von Deutschland und Frankreich, dass man da eine gemeinsame EU-Linie hat. Also was sind die Punkte, die für die Kanzlerin wichtig sind, wenn sie nach Wien fährt, zum Thema Westbalkanflüchtlinge? Gut, zunächst einmal ist mit den auch ja betroffenen Staaten darüber zu reden, was die Gründe für den Weggang, den Fortzug, die Migrationsbewegung, wenn Sie wollen, von so vielen tausenden Menschen aus diesen Ländern sind. Es ist darüber zu reden, dass aus unserer Sicht, und das ist ja auch die Erfahrung der letzten Monate, für die allermeisten dieser Menschen hier in Deutschland keine Asylgründe vorliegen und sie deswegen auch jedenfalls zu weit über 95%, ich kenne die genauen Zahlen nicht, im Asylverfahren aussichtslos sind. Das heißt, was bedeutet das? Was können wir tun, um in den Herkunftsländern Probleme bewältigen zu helfen? Was müssen diese Länder tun, was die Rückführung ihrer Staatsbürger betrifft? Das werden Themen sein. Kurze Nachfrage. Sie haben jetzt gesagt, für die allermeisten gibt es keine Asylgründe in Deutschland. Das in Deutschland muss man, glaube ich, betonen. Wie gehen Sie denn mit der Tatsache um, dass das ja in anderen europäischen Staaten ganz anders ist? Wenn ich richtig informiert bin, werden da ja Menschen aus dieser Region teilweise zu 27-40% anerkannt. Wie kommt man denn da auf einen Nenner? Weil das scheint ja mit einem sicheren Herkunftsland nicht ganz zusammenzupassen, wenn man 40% der Flüchtlinge vom Westbalkan teilweise anerkennt in anderen EU-Ländern. Ich will auch gerne das BMI da jetzt mit hineinholen. Aus unserer Sicht, und das haben wir ja mehrfach gesagt, ist es wichtig, dass wir in Europa zu gemeinsamen Vorstellungen kommen, gerade auch darüber, was ein sicheres Herkunftsland ist und was nicht. Und das war ja gestern auch Gegenstand der Gespräche zwischen Herrn Cazeneuve, dem französischen Innenminister, und unserem Innenminister de Maizière. Deswegen übergebe ich Herrn Dimroth. Ja, und nicht nur in Bezug, vielen Dank, Herr Seibert, nicht nur in Bezug auf die Frage sicheres Herkunftsland oder Herkunftsland oder nicht, sondern ganz allgemein die Frage gemeinsamer Standards innerhalb Europas ist ja ein ganz zentraler Punkt auch der Forderungen des Bundesinnenministers. Und auch darüber bestand gestern ganz klare Einigkeit mit seinem französischen Amtskollegen, dass man ganz allgemein die Kommission drängen muss, eben auch hier ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Standards für die
Asylfrage insgesamt in Europa zu etablieren. Und zu Ihrer konkreten Frage, wir haben in Deutschland ein rechtsstaatlich organisiertes Verfahren, was auf dem Boden des Grundgesetzes regelt, nach welchen Kriterien wir Asylanträge bearbeiten und nach welchen Kriterien insbesondere Asylanträge erfolgsversprechend sind. Insofern ist das der Maßstab, an dem wir in Deutschland arbeiten und arbeiten müssen. Und ob und gegebenenfalls in anderen Ländern andere Quoten herauskommen, sozusagen ist außerhalb der von uns einzuhaltenden verfassungsrechtlichen Vorgabe. Nochmal, entscheidend ist aber als einer der wichtigen Punkte, die jetzt seitens der Kommission umgesetzt werden müssen, in Europa gemeinsame Standards zu etablieren und dann auch dafür Sorge zu tragen, dass die durchgehalten werden. Noch eine kurze Nachfrage an Sie, Herr Demroth. Das heißt aber für Sie eher, die gemeinsamen Standards sollten in Richtung Deutschland liegen. Oder könnten die gemeinsamen Standards in Zukunft so aussehen, dass vielleicht auch Deutschland deutlich mehr Flüchtlinge aus dem Westbalkan anerkennt, weil die Standards sozusagen in der Mitte zwischen dem, was jetzt auf dem einen Ende und auf dem anderen Ende liegt, definiert werden? Also für uns ist und bleibt der Maßstab das, was im Grundgesetz etabliert ist. Insofern gibt es da keine Bemühungen, sozusagen in die eine oder andere Richtung abzuweichen. Und nochmal, ich kann nicht beurteilen, worauf sich andere Schutzquoten in anderen Ländern erklären lassen. Das erschließt sich mir schlicht nicht. Insofern bitte ich darum Verständnis, dass ich das jetzt nicht in Relation stellen kann. Für uns ist Maßstab, und das ist völlig unumstößlich, das, was das Grundgesetz vorsieht. Und die Standards betrifft ja jetzt auch, weiß Gott, nicht nur die Frage sozusagen, nach welchen Kriterien prüfen wir, sondern da geht es ja auch um Fragen von Unterbringung und all diesem, wo wir schon lange darauf drängen, dass andere Staaten mehr dafür tun, dass die Unterbringung so organisiert ist, dass sie jedenfalls im Groben vergleichbar den unseren Standards entspricht. Und dann möchte ich doch nochmal darauf zurückkommen, da wäre es selbstverständlich hilfreich für die Frage Westbalkan, wenn man eben ganz speziell auch das Thema sichere Herkunftsstaaten Europa rechtlich lösen würde, weil dann würde sich dieses Problem, was Sie gerade schildern, in der Form jedenfalls nicht mehr stellen. Ich habe jetzt Herrn Heller, Herrn Jung und Herrn Zweigler zu diesem Thema, ob Herr Kirschner auch zu diesem Thema. Gut, dann sind Sie noch sozusagen in der Reihe davor und Herr Heller hat den... Und zu dem Flüchtlingsthema da etwas abgehoben vom Westbalkan. Mich würde einmal interessieren, gibt es eigentlich in der Bundesregierung, vielleicht im Innenministerium oder wo auch immer, Untersuchungen, Erkenntnisse, Daumenpeilungen, was auf allen verschiedenen staatlichen Ebenen einen Zuwachs von zum Beispiel 100.000 Asylbewerbern an Kosten verursacht, wie gesagt, für alle staatlichen Ebenen. Mich interessiert zum Zweiten, wann werden wir denn endlich Klarheit haben, ob der Bund seine Leistungen für die Länder respektive die Kommunen erhöht? Für die Unterbringung von Flüchtlingen, von Asylbewerbern. Ein Gespräch war ja lange Zeit von Kommunen und auch Ländern eine Verdopplung. Angesichts der jüngsten Zahlungen müsste man ja nun annehmen, dass da andere Dimensionen im Gespräch sind, die allerdings Deutschland nach der Entwicklung der Steuerzahlen ja durchaus auch in der Lage ist, zu bewältigen. Und eine dritte Frage, was hält die Bundesregierung denn von Überlegungen, Hilfen, nicht über die Länder an die Kommunen zu geben, sondern direkt an die Kommunen zu geben, möglicherweise auch Grundgesetzänderungen vorzunehmen, um das möglich zu machen, denn im Moment ist das ja offenbar nicht möglich. Ja, darf ich zumindest beginnen zu antworten. Also was eine pauschale Summe anbetrifft, die Sie ja fragen, was die Kosten anbetrifft für alle staatlichen Ebenen, die kann ich Ihnen nicht geben. Die befürchte ich, werde ich auch nicht erheben können, denn letztlich fehlen uns dafür die Rückmeldungen, insbesondere sozusagen die vergleichbaren Rückmeldungen der anderen staatlichen Ebenen, der Länder und der Kommunen, die auch teilweise sehr unterschiedliche Modelle nutzen, um Kosten zu erheben. Insofern gibt es eine Gesamtsumme, nach der Sie fragen, jedenfalls bei uns im Hause nicht. Was die Frage der Beteiligung des Bundes anbetrifft, das ist natürlich auch eine Frage, die das BMF betrifft, ist es so, wie Sie wissen, dass man sich ja geeinigt hat, im Rahmen des Flüchtlingsgipfelprozesses, den die Kanzlerin initiiert hat, sich gerade dieses Themas auch anzunehmen. Ich möchte aber zunächst doch nochmal darauf hinweisen, dass es ja eine massive zusätzliche Unterstützung des Bundes für das vergangene und auch für das aktuelle Jahr gibt.
Und man hat sich geeinigt, dass man bis zum nächsten Gipfel eine dauerhafte, strukturelle und dynamische Beteiligung des Bundes an den Kosten, insbesondere der Kommunen, für die Unterbringung der Flüchtlinge vereinbaren wird. Dazu ist man im Gespräch, in guten Gesprächen, in konstruktiven Gesprächen, dass die Umschreibung strukturell, dynamisch und dauerhaft, Heller, gibt gleich an oder gibt Ihnen gleich sozusagen Erkenntnis dazu, dass es selbstverständlich eine Beteiligung sein muss, die auch auf die aktuellen Zahlen reagiert. Denn das ist mit dem Begriff dynamisch genau umschrieben, dass man also nicht jetzt jedes Jahr sich wieder zusammensetzen muss, um über Kostenbeteiligungen zu diskutieren, zu streiten und dann sich zu einigen, sondern dass man eine Lösung findet, die dann auch für die Zukunft trägt, und zwar unabhängig davon, wie sich dann alljährlich die Flüchtlingszahlen entwickeln. Und zu Ihrer letzten Frage in Bezug auf die Möglichkeit, die Kommunen direkt zu fördern, was die finanzverfassungsrechtliche Ebene dieser Frage betrifft, würde ich gegebenenfalls den Kollegen des BMF bitten. Ganz grundsätzlich ist es so, dass völlig klar ist, dass wir es hier mit einer nationalen Aufgabe zu tun haben, die in ihrer Dimension alle Kräfte herausfordert. Der Bundesminister des Innern hat mehrfach gesagt, es handele sich um eine große Herausforderung. Es handele sich nicht um eine Überforderung. Das ist auch Ausgangspunkt unseres Tuns. Und innerhalb dieser nationalen Herausforderungen, die wir im Rahmen der Verantwortungsgemeinschaft zwischen Bund, Ländern und Kommunen werden lösen müssen, gibt es keine Denkverbote. Insofern will ich das nicht ausschließen, was Sie fragen. Ob und gegebenenfalls inwieweit dafür Verfassungsänderungen nötig wären, könnte gegebenenfalls das BMF beantworten. Herr Weisgerber, Sie sind also ich gefragt. Habe den Ausführungen von Herrn Demroth eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so, es laufen die Gespräche der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und es werden alle möglichen Modelle dort überlegt, wie der Bund eben diese Vorgabe der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom 18. Juni gerecht werden kann. Eben diese drei Begriffe, die dann immer kommen, dauerhaft, dynamisch, strukturell, wie das umgesetzt werden kann. Und tatsächlich ist es so in der Finanzverfassung, der Bund kann keine direkten Finanzbeziehungen mit den Kommunen machen. Er kann das Geld den Ländern zur Verfügung stellen. Aber auch da gibt es eben Vorgaben, inwieweit das eben Geldleistung oder Sachleistung sein können und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, auch die von Ihnen angesprochene Frage, das ist eben immer noch Gegenstand der Beratung und das müssen wir jetzt abwarten. Darf ich dann nur noch mal zur Klarheit nachfragen? Also wenn Sie sprechen von allen möglichen Modellen, dann heißt es, diese Möglichkeit, sich gegebenenfalls auch juristisch zu verschaffen, die Chance direkt an die Länder zu gehen, ist ein Teil dieses Diskussionsprozesses. Es sind alle Möglichkeiten, die man, um diese Vorgabe der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten zu erfüllen, werden dort besprochen in diesem Kreis. Herrn Kirschner habe ich jetzt als Nächsten zu diesem Thema. Ja, zum gleichen Thema. Herr Dr. Demroth, es wird ja jetzt diskutiert, wie lange dürfen Asylverfahren dauern für Bewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. Da werden verschiedene Fristen genannt, etwa eine Woche. Da wird auf die Schweiz verwiesen, nur 48 Stunden angeblich. Mich interessiert die Antwort auf die Frage, welche Dauer eines Verfahrens bei sicheren Herkunftsländern ist erforderlich, ist mindestens erforderlich, um ein seriöses Verfahren zu garantieren? Da kann ich Ihnen leider keine konkrete Zahl nennen. Ich könnte allenfalls allgemein antworten, so schnell als möglich und so schnell als rechtlich und rechtsstaatlich eben machbar. Es gibt eine Reihe von Verfahrensvorschriften, die selbstverständlich für jeden gelten, der nach Deutschland kommt und Asyl begehrt. Die gelten auch für jeden, der aus den Westbalkanländern kommt. Wir haben ein rechtsstaatliches Verfahren, das ist gut und richtig so. Jeder hat einen Anspruch darauf, dass dieses Verfahren nach den rechtsstaatlichen Vorgaben durchlaufen wird. Das schließt im Zweifel auch beispielsweise verwaltungsgerichtliche Entscheidungen mit ein, sodass es sich verbietet, hier eine pauschale Höchstfrist zu nennen. Das würde dem jeweiligen
Umständen des Einzelfalls nicht gerecht. Es gilt aber so schnell als möglich und so schnell als rechtlich und tatsächlich möglich. Dazu, wie Sie wissen, gibt es ja auch schon eine Reihe von Bemühungen, die angelaufen sind. Ich will das jetzt nur kurz ausführen. Das beginnt mit der Informationsbemühungen seitens des Auswärtigen Amtes und auch des Innenministeriums und des Kanzleramtes in den Herkunftsländern über die tatsächlichen Chancen der Menschen, die hierher kommen, zu informieren. Das endet bei den Bemühungen der Länder, gemeinsam mit dem Bund, Verfahren zu clustern, die Menschen möglichst in der Erstaufnahmeeinrichtung zu belassen, alle an den Entscheidungsverfahren Beteiligten in diesen Erstaufnahmerichtungen anzudocken, um möglichst schnell eben tatsächlich und noch aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus eine Entscheidung zu erzeugen, eine rechtsstaatlich saubere Entscheidung zu erzeugen, um dann gegebenenfalls die Menschen auch noch aus der Erstaufnahmeeinrichtung zurückzuführen, sollten sie nicht freiwillig das Land wieder verlassen, werden sie einen ablehnenden Bescheid bekommen und für den Fall, dass sie einen positiven Bescheid bekommen, möglichst rasch in Integrationsmaßnahmen überführen zu können. Da habe ich noch eine Nachfrage. Wenn Sie sich ressortübergreifend über dieses Thema besprechen, werden Sie auch eine Zielvorgabe haben? Und wie könnte diese Zielvorgabe sein? Denn das Bestreben der Bundesregierung ist es ja offensichtlich, die Verfahren zu verkürzen. Im Einvernehmen mit den meisten Bundesländern und auch den Kommunen. Also die Zielvorgabe, wie könnte die sein? Naja, also die erste Zielvorgabe, was die Verfahren insgesamt anbetrifft, steht im Koalitionsvertrag. Die lautet 3 Monate. Davon sind wir noch ein kleines Stück entfernt. Ich möchte aber in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Verfahrensdauern im Schnitt erheblich gesenkt werden konnten, trotz des dramatischen Anstiegs der Verfahrenszahlen insgesamt, was nur damit zu erklären ist, dass es eben eine wirklich starke Konzentration der Kräfte in dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt, dass es jetzt zweimal hintereinander schon einen nicht unerheblichen Aufwuchs an Stellen in dem Bereich gegeben hat und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere in den Entscheidungsstellen beim Bundesamt an der Grenze der Belastbarkeit und mit vollem Einsatz sich dieser Aufgabe stellen. Nochmal, eine Höchstfrist und auch eine Zielvorgabe verbietet sich, weil jeder Einzelfall anders ist und deswegen kann man eine solche Höchstvor- oder Mindestdauer seriöserweise nicht als Zielvorgabe formulieren. Ich habe jetzt zu diesem Thema noch Herrn Jung, Herrn Zweigler, den Kollegen hier in der Mitte, Frau Müller, Herrn Heller und Herrn Siebert. Herr Demroth, ich habe mal eine Lernfrage. Gab es schon mal einen Fall, wo ein Land zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wurde und das später dann irgendwie geändert wurde, also wieder revidiert wurde, also zu einem quasi unsicheren Herkunftsland gemacht wurde? Könnte ich mich nicht daran erinnern, bin aber nicht sicher, sozusagen, ob ich historisch hinreichend gebildet bin, um das für die gesamte Vergangenheit ausschließen zu können. Ich würde das gerne mitnehmen und Ihnen selbstverständlich nachreichen. Danke. Dann habe ich Herrn Zweigler als Nächsten. Ja, auch noch 2 Fragen zu dem Thema. Der erste geht an Sie, Herr Demroth. Es gibt die Warnung Ihres Ministers, der sagt, Deutschland könne dem bisherigen System der EU-Grenzkontrollen seine Unterstützung entziehen. Ich hätte gern gewusst, was genau er damit meint. Und an Herrn Seibert die Frage, hält die Bundeskanzlerin Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen eigentlich für sinnvoll, um den Strom von Flüchtlingen zu unterbinden oder zu verringern zumindest? Dann würde ich als Erstgefragter beginnen, Herr Seibert, wenn Sie zulassen, und bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, denn im Rahmen der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch im Anschluss an das Gespräch mit den Chefs der Senats- und Staatskanzleien, was der Minister hatte, in deren Rahmen dann auch die neue Flüchtlingsprognosezahl bekannt gegeben wurde, hat er nicht von einer Warnung gesprochen. Und nachgefragt von einem Kollegen hat er das sogar deutlich zurückgewiesen. Was der Minister gesagt hat, ist, dass es selbstverständlich in der Debattenlage einen Zusammenhang gibt. Und wenn man feststellt, dass die Verabredungen nach Dublin, also das gemeinsame Asylverfahren in Europa, von einigen Mitgliedstaaten dauerhaft nicht eingehalten wird, dass es dann eine Debatte geben wird, die eben auch das hohe Gut der Reisefreiheit im Schengen-Raum betreffen wird. Das hat der Minister gesagt und mehr ist dem eigentlich auch nicht hinzuzufügen. Eine Warnung, eine Drohung gegen wen auch immer gerichtet, ist damit nicht verbunden. Ja, da werden Sie von mir nichts anderes hören. Es gibt bei uns die gemeinsame Überzeugung, dass die Freizügigkeit
innerhalb der EU, innerhalb des Schengen-Raums ein besonders hohes Gut ist. Das ist eine europäische Errungenschaft, die jeder europäische Bürger, jeder Bürger der Schengen-Länder selbst erleben kann. Und daran halten wir fest. Insofern streben wir derzeit keine Veränderung des Schengener Grenzkodexes an. Aber es ist richtig und zu berücksichtigen den Zusammenhang, den es da gibt. Ein funktionierendes gemeinsames europäisches Asylsystem ist ein Grundpfeiler des Schengener Systems. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Das Schengener System lebt eben auch davon, dass die EU-Außengrenzen effektiv geschützt werden und dass die Mitgliedstaaten die Regeln auch verlässlich umsetzen und effektiv umsetzen. Und daran müssen wir mit Nachdruck arbeiten. Daran müssen wir auch in Europa mit Nachdruck erinnern, dass sich da eigentlich keiner langfristig seinen Verpflichtungen entziehen kann. Ganz kurze Nachfrage. Ist es richtig, wenn man überhaupt dem Gedanken näher treten wollte, Grenzkontrollen einzuführen, das müsste doch ein Einvernehmen innerhalb der Schengen-Staaten geben oder nicht? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Dann hat der Kollege hier vorne das Wort. Entschuldigung, darf ich noch kurz was hinzufügen? Ja, Sie dürfen, klar. Ja, also das ist grundsätzlich richtig. Ich habe ja eben nur genickt. Es gibt selbstverständlich auch bestimmte Ausnahmen. Die Kollegen vom Radio ganz blöd. Ja, deswegen sage ich es nochmal. Ja, das ist grundsätzlich so. Es gibt bestimmte Ausnahmen, die das geltende europäische Recht dafür vorsieht, insbesondere in bestimmten Notsituationen oder bei bestimmten herausragenden Sicherheitsherausforderungen. Beispielsweise im Zusammenhang mit dem Gipfel in Elmau gab es ja ein solches zeitlich beschränktes Wiedereinführen, jedenfalls von stichprobenartigen Grenzkontrollen. Also es gibt auch Mechanismen, die darunter liegen. Bei der grundlegenden Frage Abkehr, dann ist meine Antwort nach wie vor ein eindeutiges Ja. So, jetzt hat der Kollege das Wort. Bitte schön. Herr Dimroth, der Innenminister hat ja gestern Abend davon gesprochen, dass die Hilfe unter anderem an afrikanische Länder, an die Bereitschaft zur Rückübernahme ihrer in Deutschland abgewiesenen Bürger gebunden werden soll. Und ich wollte mal fragen, wie soll das funktionieren? Würde dann ein Land wie Gambia also pro Flüchtling x 1000 Euro bekommen oder erstmal gar nichts, bis die eine Quote erfüllen? Also das war einer von vielen Punkten, die gestern im Rahmen der Pressekonferenz eine Rolle gespielt haben. Und es geht dabei nur ganz allgemein darum, was andere auch europäische Staaten schon tun, dass man sehr wohl sozusagen die konstruktive Mitwirkung von Staaten auch bei der Frage der Rückübernahme von Staatsangehörigen als ein Kriterium nimmt bei der Frage, wie man entwicklungspolitisch zusammenarbeitet. Das ist jetzt nicht irgendwie gleichzusetzen mit einer Pro-Kopf-Quote pro Flüchtling oder Ähnlichem, sondern ganz allgemein gemeint, dass man sehr wohl auch bei der Frage, wie ich entwicklungspolitisch mit einem Land zusammenarbeite, berücksichtigen sollte, wie auf anderen Feldern, wie konstruktiv die Zusammenarbeit ist. Und eins dieser anderen Felder sollte dabei aus Sicht des Innenministeriums eben auch die Frage sein, inwieweit konstruktiv bei der Frage der Rückübernahme von Staatsangehörigen zusammengearbeitet wird. Ich habe Signale empfangen, dass das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sich auch äußern kann dazu. Bitte schön. Noch was hinzufügen. Ja, aus unserer Sicht, wir konzentrieren uns ja in der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern sehr stark auf die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir diese staatliche Entwicklungszusammenarbeit durchführen, rein praktisch ja immer im Dialog mit den Ländern sind. Alle ein bis zwei Jahre gibt es Verhandlungen. Da sitzen wir an einem Tisch und da werden die Erwartungen gegenseitig natürlich besprochen. Wenn wir also jetzt in einem Land Fluchtursachen bekämpfen wollen, dann machen wir es natürlich nur, wenn von der anderen Seite auch ein ausdrückliches Bekenntnis kommt. Das wollen wir auch, das wollen wir zusammen machen. Das bedeutet also, dass es diesen Dialog über die Frage längst gibt in unserer Zusammenarbeit und sehr stark in diesen Ländern im Vordergrund steht. Wir müssen natürlich, und da möchte ich jetzt vielleicht einfach ein bisschen ausführen, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal für alle Länder sagen, wo Flüchtlinge herkommen, denn wir haben nicht mit allen Ländern diese staatliche Zusammenarbeit, wo es diesen Dialog gibt. Wir haben nicht mit allen Ländern diese Zusammenarbeit, weil die nach sehr starken Kriterien auch ausgerichtet ist. Viele Länder, aus denen sehr viele Flüchtlinge kommen, mit denen haben wir eben nicht diese staatliche Zusammenarbeit und trotzdem fördern wir dort massiv
Menschen. Denn es ist ja auch wichtig, dass die Menschen, die notleidenden Menschen in diesen Ländern Hilfe bekommen. Das machen wir über NGOs, über kirchliche Träger, über viele nichtstaatliche Akteure. Würden wir jetzt diese Hilfe auch einstellen, dann befürchten wir allerdings, dass noch mehr Menschen aus diesen Ländern auch zu uns kommen und Hilfe erbitten würden. Also unsere Meinung auf diese Frage ist eine differenzierte Sichtweise. Man muss es pro Land eben genau anschauen. Und insofern, denke ich, musste ich das jetzt noch mal hinzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Dimrutz. Ja, ohne jetzt sozusagen ins Ping-Pong zu gehen, aber dem würde ich dann gerne noch einen Gedanken auch hinzufügen, dass nämlich der Vorschlag, den Sie gerade angesprochen haben, genau diese Fälle meint, wo es einen staatlichen Dialog gibt, wo es einen staatlichen Austausch gibt, wo man also einen Ansprechpartner auf der anderen Seite hat, mit dem man diese Dinge überhaupt verhandeln kann. Die anderen gerade von der Kollegin gemeinten oder beschriebenen Fälle sind nicht in den Blick genommen, sondern genau die, wo es eben überhaupt einen verlässlichen Ansprechpartner gibt, an dem man so eine Bitte auch adressieren kann. Frau Müller hat das Wort. Bitte. Herr Seibert, in der ganzen Debatte heißt es ja auch sehr häufig, man muss eben in den Fluchtländern die Fluchtursachen bekämpfen. Ist die Kanzlerin eigentlich dafür, dass die EU da deutlich mehr Geld in die Hand nimmt? Und falls ja, gibt es da schon eine Idee, wie die Hausnummer aussehen könnte, was man da brauchen würde, um wirklich was zu erreichen? Nein, es ist auch nicht auf eine einfache Zahl oder eine Hausnummer jetzt hier zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch aus den Ausführungen der beiden Kollegen hier gerade klar geworden. Die Herkunftsländer spielen eine wichtige Rolle bei allen Überlegungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation. Die Herkunftsländer haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Verpflichtung, Lebensbedingungen zu schaffen, die niemanden in die Flucht zwingen. Und darüber müssen wir mit ihnen sprechen. Und mit vielen dieser Länder, gerade mit den afrikanischen, haben wir zum Teil seit Jahrzehnten eine wirklich intensive Entwicklungszusammenarbeit, dann muss man doch darüber sprechen, wie kommt es, dass aus euren Ländern so viele Menschen aufbrechen, die hier, weil sie weder politisch verfolgt sind, noch vor Kriegssituationen fliehen, die hier de facto keinen Asylgrund vorzuweisen haben. Die Bundeskanzlerin hat sich sehr dafür eingesetzt, auf europäischer Ebene, dass auch die EU dieses mit den afrikanischen Partnern einmal sehr grundsätzlich bespricht. Deswegen gibt es einen EU-Afrika-Gipfel in diesem Jahr noch in Valletta. Das ist ein ganz notwendiger Aspekt unserer Nachbarschaft zu Afrika, unserer Zusammenarbeit mit Afrika, dass wir diese Themen auch ins Auge fassen gemeinsam. Aber nochmal die Frage, ist die Kanzlerin grundsätzlich dafür, dass die EU da auch mehr Geld gibt? Sie soll ja wohl auch, wie man hört, Herrn Oettinger gebeten haben, da in Brüssel das auch schon mal zu pushen, das Thema. Also ich äußere mich jetzt nicht zu Berichten, das bezieht sich ja auf angebliche Äußerungen in Parteigremien, das kann ich hier nicht bestätigen, dazu kann ich mich auch nicht äußern. Die Kanzlerin ist sehr dafür, dass wir mit den afrikanischen Staaten und gerade auch eben mit den Herkunftsländern derjenigen, die in großer Zahl in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ankommen, oft auf lebensgefährliche Weise diesen Weg hinter sich bringen, dass wir mit diesen Staaten darüber sprechen, warum ist das so? Was könnt ihr, unsere afrikanischen Partner, dafür tun, dass das so nicht ist? Wie können wir euch dabei möglicherweise auch besser gezielter unterstützen, welche Auswirkungen hat das auf unsere Entwicklungszusammenarbeit. Das sind Themen, die mit großer Dringlichkeit jetzt ins Auge gefasst werden müssen. Und da spielt der EU-Afrika-Gipfel in Valletta sicher eine wichtige Rolle. Das ist aber mit Sicherheit, Entschuldigung, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, das ist mit Sicherheit nicht auf Geldleistungen und auf eine Zahl, die Sie von mir hören wollen, zu reduzieren. Okay, ich ohne habe dass immer ich noch eine weitere Zahl, Wortmeldungen zu diesem noch Thema. Noch ganz schnell, ohne dass ich eine Zahl hören will und ohne dass ich auch über interne Gespräche reden will, ist die Kanzlerin grundsätzlich dafür, auch darüber nachzudenken, die EU-Hilfen für solche Länder deutlich auszuweiten? Das kann man nicht entscheiden, bevor man nicht mit den Ländern genau darüber gesprochen hat. Herr Heller. Nochmal eine Frage zu den Folgen der neuen Flüchtlingsprognose. Und zwar würde ich ganz gerne konkret vom Arbeitsministerium und vom Gesundheitsministerium wissen, welche Folgen haben diese so stark nach oben gesetzten Prognosen das geht an das Arbeitsministerium, für den deutschen Arbeitsmarkt? Werden da irgendwelche Tendenzen möglicherweise gar umgedreht? Was heißt das insbesondere auch für Beanspruchungen bei den Hartz-IV-Zahlungen, denn anerkannte Asylbewerber bekommen ja Hartz IV. Muss man da
Haushaltsansätze revidieren? Und dieselbe Frage geht an das Gesundheitsministerium. Aus den Beanspruchungen des Gesundheitswesens durch Flüchtlinge, durch Flüchtlingskinder, ähnliches, besteht da eine Vorstellung, was da zusätzlich auf das deutsche Gesundheitswesen zukommt, und müssen auch da irgendwelche Haushaltsansätze 2015 nach oben revidiert werden? Ja, vielen Dank. Da die Frage jetzt mal zunächst an mich ging, würde ich jetzt auch erstmal einsteigen. Wie Sie ja wissen, haben sich ja die Rechengrundlagen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, verändert, nachdem der BMI am Mittwoch die neuen Prognosen vorgestellt hat. Und nun wird ja quasi auf die Erstregistrierung abgestellt, was auch nochmal Auswirkungen hat auf Anerkennungsquoten etc. Das muss alles in die Berechnung einfließen. Also, daher müssen auch die Szenarien zur Kostenentwicklung im Asylbewerberleistungsgesetz nochmal neu berechnet werden. Und das dauert einen Moment. Ich bitte daher um Geduld und Verständnis. Wenn Sie jetzt auf den Arbeitsmarkt anspielen, ist es auch da die Frage, mit wie vielen Zahlen wir dann wirklich zu rechnen haben. Da habe ich keine Glaskugel, aber natürlich auch bereiten wir uns auch da auf mögliche Szenarien vor. Wie Sie wissen, setzt sich die Ministerin stark dafür ein, den gesamten Bereich der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen zu stärken mit zusätzlichen Mitteln für berufsbezogene Sprachkurse, für zusätzliche Mittel für die Jobcenter. Da ist also viel, geplant und muss auch getan werden, denn das muss der Fokus sein, die Leute hier, wenn sie dann einen gesicherten Aufenthalt haben, auch in Arbeit zu bringen. Ja, zu den Ausgaben für das Gesundheitswesen kann ich jetzt nicht allzu viel hinzufügen. Wie Sie wissen, ist die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen Angelegenheit der Kommunen, und die Regelungen dazu sind auch Gegenstand der derzeitigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Darf ich nur noch mal eine Frage Arbeitsmarkt nachschieben? Die Frage noch mal, werden die anerkannten Asylbewerber, diese hohe Zahl, wird das irgendwelche Verlaufstendenzen am Arbeitsmarkt umdrehen, insofern als da dann auch zeitweise höhere Arbeitslosenzahlen in Deutschland wieder erwartet werden könnten, weil aus diesem Reservoir etwas in die Zahlen einfließt? Da kann ich mich eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich habe hier natürlich noch keine Glaskugel, aber natürlich gibt es, sobald die Menschen hier dauerhaft sind, Auswirkungen. Aber da kann ich heute noch nicht das Morgen vorwegnehmen. Da bitte ich um Verständnis. Dann habe ich Herrn Siebert als Nächsten. Herr Dimmert, noch mal im Anschluss an die Frage des Kollegen Kirschner, der eben hier noch saß, zu den sicheren Herkunftsländern. Gibt es denn, er fragte ja nach den Zielgrößen, die Sie haben, mich würden die Ist-Größen interessieren. Also sagen, gibt es einen signifikanten Unterschied in der Verfahrensdauer, bis es einen rechtskräftigen Bescheid gibt für einen Asylbewerber, wenn man jetzt ein Land wie Bosnien oder Serbien mit einem Land wie Albanien oder dem Kosovo vergleicht? Also einen signifikanten Unterschied innerhalb der Gruppe der Westbalkanstaaten, ich will sie nicht sichere Herkunftsstaaten nennen, weil jedenfalls das Gesetz diese Differenzierung ja nur für einige der betroffenen Länder vorsieht. Innerhalb der Westbalkanstaaten ist mir eine signifikante Größe, die sozusagen einen Unterschied in der Verfahrensdauer zwischen einzelnen dieser Staaten beschreibt, nicht bekannt. Daran schließt sich die Frage an, was gibt es dann für einen Grund, die drei Westbalkanstaaten, über die wir jetzt reden, in den Kreis dieser sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen? Also sozusagen, wenn faktisch das Gleiche erreicht werden kann, nämlich eine Verkürzung oder einen sozusagen jedenfalls die Verfahrensdauer bei sicheren Herkunftsstaaten aus dem Westbalkan und bei Westbalkanstaaten, die nicht zu diesem Kreis gehören, gleich ist, wozu gibt es dann eine Debatte über die Aufnahme dieser drei weiteren Staaten? Ja, vielen Dank für die Frage, denn die ist jetzt deutlich weiter als Ihre erste Frage. Insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mir Gelegenheit geben, das zu erläutern, bevor Sie meine erste Antwort nutzen, um zu vorschnellen Schlüssen zu kommen. Es ist mitnichten so, dass der einzige Effekt, der von der Einstufung als sogenannter sicherer Herkunftsstaat darin besteht, dass man das Verfahren beschleunigen kann. Das ist ein Effekt und ein wichtiger Effekt. Und ich gebe Ihnen recht, das lässt sich jedenfalls weitestgehend ähnlich gestalten durch Konzentration von Ressourcen und durch Clusterung, also Zusammenführung von Verfahren und Entscheidungsträgern
vor Ort. Im Übrigen belegt das auch die Tatsache, dass beispielsweise Anträge von Menschen, die aus sogenannten nicht sicheren Herkunftsstaaten kommen, kein gesetzlicher Terminus, sondern jetzt sozusagen nur zur Erläuterung, beispielsweise aus Syrien, auch sehr, sehr stark verkürzt stattfinden. Insofern das nur als sozusagen Gegenbeispiel, dass nicht die Einstufung als sicherer oder unsicherer Herkunftsstaat allein maßgeblich für die Beschleunigung von Verfahren ist. Aber, und das ist ganz entscheidend, erstens, das haben wir hier auch schon mehrfach dargestellt, geht von der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat eine gewisse Signalwirkung auch in die betroffenen Herkunftsländer aus. Das sehen wir daran, dass jedenfalls für die eingestuften Länder die Kurve, die Entwicklung jeweils deutlich abgestumpft ist im Vergleich zu denjenigen, die nicht eingestuft sind. Und noch viel wichtiger, durch das seit 1. August in Kraft befindliche Gesetz aus dem Bundesinnenministerium ist es möglich, bei Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu uns kommen und einen Asylantrag abgelehnt bekommen, eine Wiedereinreisesperre auszusprechen. Und das geschieht in diesen Tagen massenhaft. Und auch davon erhoffen wir uns erstens eine Signalwirkung und zweitens eben erhoffen wir uns davon, dass Menschen nicht ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal ohne politische Verfolgung geltend machen zu können in die deutschen Systeme kommen. Das sind die zwei ganz wesentlichen Punkte, die hoffentlich Ihre Frage so beantworten, dass Sie Ihren ersten Schluss vielleicht nochmal in Frage stellen. Es war ja eine Frage und kein Schluss. Wenn ich jetzt noch eine Frage daran anschließen darf, also einmal die Sachfrage, die Wiedereinreisesperre darf zum Beispiel bei Kosovaren, die abgelehnt werden, oder bei Albanern nicht verhängt werden. Habe ich das richtig verstanden? Die Wiedereinreisesperre darf verhängt werden bei Menschen, die aus den als sicher eingestuften Herkunftsländern kommen und einen abgelehnten Asylantrag kriegen. Das kann verbunden werden. Das bedarf also nicht weiterer Voraussetzungen, sondern mit dem ablehnenden Bescheid wird eine Wiedereinreisesperre ausgesprochen. Das ist also auch für das Verfahren relativ handhabbar für die Behörden und geschieht, wie gesagt, jetzt schon in vielen, vielen Fällen. Die Frage, ob es andere Möglichkeiten gibt, Wiedereinreisesperren auszusprechen, kann ich nicht mit einem, also auch für andere Länder oder andere Herkunftsstaaten, kann ich nicht mit einem klaren Nein beantworten. Denn erstens kennt das Aufenthaltsrecht schon länger, das Instrument der Wiedereinreisesperre in besonderen Konstellationen, wo der Betroffene sich sozusagen derart verhalten hat, dass man sagt, die Schwelle ist überschritten, dass eine Wiedereinreisesperre ausgesprochen werden kann. Insbesondere, wenn man sich mehrfach sozusagen der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung entzieht und Ähnliches. Das ist also sozusagen eine allgemeine Möglichkeit, eine solche Sperre auszusprechen. Und es gibt auch, da bitte ich um Verständnis, wenn ich den Gesetzeswortlaut jetzt nicht eins zu eins im Kopf habe, aber es gibt auch die Möglichkeit, bei mehrfachem offensichtlich unbegründeten Asylantrag eine Wiedereinreisesperre auszusprechen. Wenn man also ein drittes oder viertes Mal, so steht es glaube ich im Gesetz, einen Asylantrag negativ beschieden bekommt mit der Begründung offensichtlich unbegründet, dann ist es auch möglich, eine Wiedereinreisesperre auszusprechen. Das Wichtige bei den sicheren Herkunftsstaaten ist, dass man es beim ersten Antrag tun kann, es getan wird und es für die Verwaltung auch ein sehr einfaches Verfahren ist, weil es mit dem ablehnenden Bescheid sofort die Wiedereinreisesperre aussprechen kann. Ich hätte noch eine Nachfrage, aber ich lasse mich gerne wieder auf die Liste setzen. Ja, wir haben auch noch andere Themen, die hier auf der Liste stehen. Ich habe jetzt noch Herrn Jung und würde irgendwie auch gerne mal hier bei diesem Thema zum Ende kommen, wenn wir das schaffen. Bitte schön. Herr Sabat, eine kurze Frage zur neuen Zahl der Prognose, dass dieses Jahr ca. 800.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen sollen. Ist man als Bundesregierung eigentlich stolz darauf, dass sich so viele Flüchtlinge für Deutschland als sicheres Zufluchtsland entscheiden? Und ist man glücklich, dass man diesen Menschen helfen kann? Wenn ich Ihnen beschreiben soll, in welchem Geist die Bundesregierung mit dieser Sache umgeht, würde ich es vielleicht so sagen. Wir haben jetzt eine klare Aufgabe auf allen politischen Ebenen, der Bund, die Länder, die Kommunen. Und zwar das zu tun, was nötig ist, um mit diesem Zustrom von Menschen aus aller Welt auf menschenwürdige Weise und auf eine Weise, die unserer Rechtsordnung, unserer Verfassung entspricht, umzugehen. Das ist das Gebot der Stunde. Daran arbeiten die Bundeskanzlerin und die Bundesminister intensiv. Und genau das erwarten die Bürger auch von uns. Die Frage war, ob man glücklich ist und stolz darauf ist, dass man Menschen in Not helfen kann. Das deutsche Asylsystem, das deutsche Asylrecht, das ja ein Grundrecht auf Asyl ist, auf Schutz vor politischer Verfolgung, ist sicherlich eine der besten Errungenschaften unseres Grundgesetzes. Und insofern können wir darauf sicher auch stolz sein, auch auf die Art und Weise, wie Deutschland es seit vielen Jahrzehnten praktiziert.
Und dabei bleiben wir, daran halten wir fest. Genauso geben wir Schutz Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind in Kriegs- oder Bürgerkriegssituationen. Herr Siebert nochmal. Ja, zum Stichwort Signalwirkung in die Herkunftsländer durch die Einstufung als sichere Herkunftsländer. Wenn man jetzt das Beispiel Kosovo betrachtet, dann sind ja die Zahlen aus dem Kosovo, wenn ich das richtig sehe, seit März deutlich zurückgegangen. Seit es nämlich intensive Aufklärungsmaßnahmen, Interviews, Kampagnen verschiedener Art, insbesondere durch Informationen gegeben hat, ohne dass der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft werden müsste. Also der Punkt Signalwirkung in die Herkunftsländer ist auch einer, der möglicherweise vom Thema Einstufung als sicheres Herkunftsland unabhängig betrachtet werden kann. Frage? Frage. Ja. Frage, lässt sich die Wirkung, die angestrebte Wirkung, nämlich die Signalwirkung in das Herkunftsland, nicht auch auf anderem Wege als durch Einstufung als sicheres Herkunftsland erreichen? Vielen Dank. Also, dass es andere Wege gibt und andere Möglichkeiten, die Betroffenen aufzuklären über die tatsächlichen Erwartungen, die sie mitbringen sollten, wenn sie mit dem Ziel, hier Asyl zu begehren, nach Deutschland kommen, die gibt es nicht nur, die nutzen wir mannigfaltig und das ist gut und richtig so. Ich kann jetzt keinen Kausalitätsnachweis führen, wie viel Prozent im Kosovo zurückzuführen sind auf erfolgreiche Informationsbemühungen seitens der Bundesregierung oder innenpolitische Entwicklungen oder Bemühungen der kosovarischen Regierung oder da bitte ich um Rücksicht, das fällt mir jedenfalls schwer beziehungsweise ist für mich unmöglich. Und insofern kann ich Ihre Frage auch nach kausalen Anteilen an der Einstufung als sicheres Herkunftsstaat, als sicheres Herkunftsland nicht beantworten. Was aber vielleicht ja doch auch bemerkenswert ist, und das will ich gerne noch hinzufügen, ist, dass die Länder selbst, die Regierungen der Länder selbst, die derzeit noch nicht eingestuft sind, das eigentlich gerne hätten. Und zwar nicht nur auf dem Weg nach Europa als möglichen wichtigen Schritt, sondern insbesondere auch, weil die Länder selbst feststellen, dass sie einen Aderlass erleiden, dass die Leute, die dann weggehen, vor Ort fehlen, um an dem Aufbau, an der Zukunftsfestfähigmachung dieser Länder sich zu beteiligen. Also das ist ja schon auch ein wichtiger Punkt. Und die Informationskampagnen und Bemühungen, die Sie besprochen haben oder angesprochen haben, sind aus unserer Sicht sehr viel wirksamer und sehr viel klarer zu kommunizieren, wenn es sich um ein eingestuftes, sicheres Herkunftsland handelt. Herr Jung, das muss jetzt noch sein. Ich habe eine ganz kurze Frage an Herrn Nant. Wann wird denn die Bundeswehr aus dem sicheren Herkunftsland Kosovo heimkehren? Moment. Jetzt brauchen wir erstmal Ton. So, Junge, wir haben derzeit ein gültiges Mandat. Dieses Mandat läuft und weitere Entscheidungen stehen derzeit nicht aus. Wie lange geht das Mandat? Das Mandat, muss ich mal schauen. Wenn wir die Zeit dazu haben. Sonst schlage ich vor, Sie schauen ganz in Ruhe. Genau. Herr Delft hat inzwischen die nächste Frage zum anderen Thema und Sie gucken nach und dann rufen wir das noch auf. Bitte schön. Ja, ich habe ein paar Fragen zum Thema Griechenland. Erstmal, Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin eigentlich jetzt den gestern angekündigten Rücktritt des griechischen Ministerpräsidenten? Da haben wir ja bisher nur im Grunde genommen indirekt über die brasilianische Präsidentin die Meinung der Kanzlerin zugehört. Und zweite Frage wäre, inwiefern oder ist doch nach Ihrer Ansicht, nach Ansicht der Kanzlerin, damit weiter mehr Sicherheit in die ganze Griechenkrise gekommen, weil sie ja am Tag vorher noch gesagt hatte, mit dieser Verabschiedung des Pakets seien Unsicherheiten genommen. Jetzt gibt es Neuwahlen und man könnte ja auch durchaus der Ansicht sein, dass damit eigentlich eher neue Unsicherheiten geschaffen sind. Und dritte Frage ganz kurz ans Finanzministerium. Sehen Sie eigentlich jetzt angesichts der Neuwahlen am 20. September, gehen Sie noch davon aus, dass diese Überprüfung, die erste, wie geplant im Oktober stattfinden kann? Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Ich habe ja hier grundsätzlich innenpolitische Entwicklungen in Griechenland nicht zu kommentieren. Der Schritt von Ministerpräsident Tsipras ist nicht überraschend angesichts der Mehrheitsverhältnisse, angesichts auch einzelner Abstimmungen im griechischen Parlament.
wichtig ist, das ist jetzt Ihre Frage nach der Unsicherheit, das Hilfsprogramm, über das der Bundestag und andere europäische Parlamente gerade entschieden haben, ist ein Hilfsprogramm, das mit der Hellenischen Republik abgeschlossen ist. Das gibt den Weg für die nächsten 3 Jahre vor und daran hat sich nichts geändert. Das ist ja einer der Grundsätze der europäischen Zusammenarbeit. Getroffene Vereinbarungen gelten, auch über Wahltage hinaus, auch über mögliche Neubesetzungen von Regierungen hinaus. Und natürlich erwartet die Bundesregierung, wie auch andere europäische Partner Griechenlands, die Umsetzung der Reformen, die Umsetzung der Vereinbarungen, die in diesem Programm drinstehen. Die weitere Frage richtete sich ans Finanzministerium. Genau. Also ich kann mich dem nur anschließen. Also wir erwarten, dass die zugesagten Reformen bis zum Herbst umgesetzt werden. Falls es durch die Neuwahlen zu Verzögerungen kommen sollte bei der Programmüberprüfung, dann würde das eben auch bedeuten, dass die nächsten Auszahlungen verzögert würden. Das ist soweit dann klar. Herr Reuter war der Nächste dazu. Herr Seibert, Sie haben gesagt, das kommt nicht überraschend. Die Ankündigung des Referendums war ja einigermaßen aus heiterem Himmel. Sind Sie diesmal vorher informiert worden oder sagen Sie, das ist nicht überraschend, einfach weil man das erwarten konnte? Also gab es eine Vorausinformierung der Bundesregierung? War man informiert, wann genau? Wie ist das gewesen? Ich habe gesagt, das war nicht überraschend, weil man ja nur die Presseberichterstattung über Griechenland in den letzten Tagen und Wochen verfolgen musste, um darin das Wort Neuwahlen immer wieder zu finden. Die Bundeskanzlerin ist von Ministerpräsident Tsipras darüber informiert worden. Das ist die Antwort auf Ihren zweiten Teil der Frage. Wann? Während Ihres Brasilienaufenthalts. Dann Herr Jung auch zu diesem Thema. Herr Weisgerber, ich habe noch mal eine Frage. Ich hatte ja Mittwoch gefragt, wie sich die 86 Milliarden zusammensetzen. Da haben Sie gesagt, 54,1 Milliarden für den Schuldendienst, 7 Milliarden für den Abbau von Zahlungsrückständen, 7,6 Milliarden zum Aufbau von Reserven und 25 Milliarden für die Rekapitalisierung von Banken. Das sind aber nach Adam Riese mehr als 86 Milliarden. Können Sie noch mal erklären, wie diese 7,7 Milliarden Differenz zustande kommt? Ja. Danke für die Frage. Also tatsächlich, ich habe versäumt, noch was zu ergänzen. Wenn Sie die Zahlen aufaddieren, dann kommen Sie eben auf über 93 Milliarden Euro. Das ist die Verwendung oder der Bruttofinanzierungsbedarf, den Griechenland hat. Davon abzuziehen sind die Eigenleistungen, die Griechenland selbst erbringen kann. Da ergeben sich 2 Milliarden Euro aus den veranschlagten Haushaltsprimärüberschüssen und 6,2 Milliarden Euro aus den Privatisierungserlösen, die für die nächsten 3 Jahre vorgesehen sind. Und wenn Sie jetzt das eben abziehen, dann kommen Sie auf die 85,5 oder eben bis zu 86 Milliarden Euro. Habe ich geklärt? Nee, noch nicht ganz. Ich habe noch eine kleine andere Frage an der Weisgerber. Wie ist denn der Stand mit dem Treuhandfonds? Wer verwaltet den? Wer wird den kontrollieren? Also der Treuhandfonds, müsste ich noch mal kurz nachschauen eben, würde ich sofort nachreichen. Dann können wir vielleicht die Zeit so nutzen, dass das Verteidigungsministerium das Mandat. Ja, kann ich gerne machen. Also Herr Jung, Sie sind sicher für das Mandatsende 11. Juni 2016. Gut, dann wäre das auch geklärt. Herr Weisgerber, Sie also der Privatisierungsfonds soll bis Ende des Jahres in Griechenland eingerichtet und von den griechischen Behörden unter Aufsicht der maßgeblichen europäischen Organe und Einrichtungen gemanagt werden. Also bis Ende des Jahres. Der soll ja 50 Milliarden einbringen. Ja. Da ist immer noch völlig unklar, wie die zusammenkommen sollen. Wie sollen die zusammenkommen? Also ja, die 50 Milliarden beziehen sich ja jetzt nicht auf die nächsten 3 Jahre, sondern auf die gesamte Dauer der ESM-Hilfe. Und die ist ja auf 32,5 Jahre angelegt. Also entsprechend über diesen Zeitraum reden wir dann auch. Also über 50 Milliarden sollen über 32 Jahre zusammenkommen. Ja. Alles klar. Herr Reuter noch mal. Herr Weisgerber, der Minister hat im Bundestag vorgestern gesagt, dass der Unterschied sei, dass diesmal schon viele der Prior Actions eigentlich schon vorher im Parlament in Griechenland verabschiedet worden sind. Droht jetzt eigentlich irgendeine Verzögerung bei der Umsetzung der Reformauflagen oder ist damit sozusagen dieser Monat des Wahlkampfes jetzt erstmal abgedeckt? Sind da eigentlich jetzt konkrete Schritte verabredet, die eigentlich jetzt in den nächsten 4 Wochen fällig wären?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht erstmal um die Auszahlung der ersten Tranche, also die umfasst ja einen Betrag von 26 Milliarden Euro. Gestern sind davon 13 Milliarden Euro an Griechenland überwiesen worden. Es fehlen also noch 13 Milliarden zur Auszahlung. Davon sollen 10 Milliarden Euro gehen auf ein Sperrkonto zur Bankenrekapitalisierung und nochmal 3 Milliarden Euro an Griechenland. Und diese Gelder werden erst dann ausgezahlt, wenn bestimmte Meilensteine erreicht sind. Und diese Meilensteine müssen aber noch definiert werden von den Institutionen. Also das ist eben eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen zu erfolgen hat, auch noch vor dem der nächsten Programmüberprüfung, die für Ende Oktober vorgesehen ist. Und dann wiederum geht es ja um die nächste Tranche, also die zweite Tranche, die dann eben nach der Programmüberprüfung zu zahlen ist. Und da gibt es auch einen sehr langen Katalog an Maßnahmen, die da noch umgesetzt werden müssen. Also tatsächlich einiges noch zu leisten. Das heißt, diese Definition der Meilensteine stockt jetzt, weil es keinen Ansprechpartner mehr gibt, oder? Das muss jetzt in den nächsten Wochen geschehen, tatsächlich. Und solange das nicht passiert und nicht umgesetzt wird, kann eben auch die Subtranche dieser ersten Rate nicht ausgezahlt werden. Gibt es weitere Fragen zu Griechenland? Dann hatte ich Frau Müller noch mit einem anderen. War es noch mal Griechenland? Nee, also noch reichlich Wortmeldungen. Frau Müller hatte ich noch mit einem anderen Thema. Ja, bitte schön. Ich würde gerne das Familienministerium fragen, wie Sie die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt bewerten, dass es im Jahr 2014 einen deutlichen Geburtensprung gegeben hat und dass wir zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder über 700.000 sind. Geben Sie mir gerade eine Minute, weil die Ministerin hat es ja zu geäußert. Ich suche es gerade kurz raus. Okay, dann wollen wir das Thema einen kurzen Moment zurückstellen. Dann Herr Delfs mit einem anderen Thema. Ja, ich habe eine Frage zum Ukraine-Konflikt. Da hat sich der frühere Außenminister Herr Genscher dahingehend in der Zeit, in der neuen Ausgabe geäußert, dass im Grunde genommen die Sanktionspolitik gegenüber Russland gescheitert sei und und Deutschland da auf einen Neuanfang in den Beziehungen zu Russland setzen solle. Meine Frage wäre, wie bewertet die Bundesregierung die Äußerungen des früheren Außenministers und sieht man die bisherige Sanktionspolitik als Erfolg und was sind eigentlich die Indizien für diesen Erfolg? Ja, Herr Delfs, ich bewerte diese Äußerungen nicht, ich kommentiere sie auch nicht. Ich sage nur grundsätzlich nochmal, Sie kennen die Elemente unserer Politik im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt. Das ist einmal das Bestehen auf die Einhaltung des Völkerrechts. Das ist zum anderen, dass wir uns unablässig um eine diplomatische Lösung bemühen. Und das ist zum Dritten, dass wir da, wo Bedarf bestand und wo Gründe waren, für die Verhängung von Sanktionen eingetreten sind, beziehungsweise auch für die Verschärfung. Und diese Sanktionen, die sind kein Selbstzweck, das haben wir immer wieder gesagt. Die haben konkrete politische Ursachen. Und wir sehen in diesen Sanktionen die notwendige europäische Reaktion auf das völkerrechtswidrige Verhalten Russlands. Auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland, auf die fortdauernde Destabilisierung der Ostukraine für die von Russland unterstützten, durch die von Russland unterstützten Separatisten. Insofern ist diese Sanktionspolitik, für die es gute Gründe gibt, ein Bestandteil unserer Politik im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt. Aber ich sage genauso, die Bemühungen, immer wieder den Weg für eine politische Lösung zu suchen, für eine friedliche, diplomatische Lösung zu suchen, die ist auch ein wichtiger Bestandteil und die hat immer auch Gespräche mit Russland beinhaltet. Dem kann ich mich für das Auswärtige Amt nur anschließen. Also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass die Sanktionen kein Selbstzweck sind, sondern Teil einer Doppelstrategie, wie Herr Seibert das beschrieben hat, aus Dialogbereitschaft und Druck. Und sie nicht dazu da sind, die andere Seite niederzuringen, sondern in diesem Fall dazu da, eine politische Lösung zu vereinfachen und jemanden dazu zu bringen, Verhandlungen zu führen, die er vielleicht vorher verweigert hat. Und ich glaube, unser Eindruck ist, dass, und auch die Gespräche von Minsk haben gezeigt, dass sozusagen diese Doppelstrategie durchaus Ergebnisse zeitigt. Von daher
sind wir da alle einer Meinung hier. Nachfrage, Herr Delfs. Nochmal ganz konkret, ist die Bundesregierung der Meinung, dass die bisherige Sanktionspolitik gegenüber Russland erfolgreich war? Ich glaube, Sie dürfen das nicht auf die Sanktionspolitik reduzieren. Wir haben ja beschrieben, dass es ein Doppelansatz ist aus dem Versuch, Russland in ein konstruktives Engagement zu bringen und gleichzeitig den Druck über Sanktionen zu erhöhen, eben um eine politische Lösung zu ermöglichen. Und die Bundesregierung ist, das hat ja Seibert ja auch beschrieben, um den Wiedereinstieg in ein konstruktives Miteinander mit Russland durchaus bemüht. Allerdings können dabei ja nicht die Entwicklungen der letzten Monate und ja fast schon Jahre ausgeblendet werden, wie die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und den Konflikt in der Ostukraine. Das geht ja nicht. Aber was auch klar ist, ist, dass es in Europa dauerhafte, nachhaltige und eine stabile Sicherheit eben nur mit Russland und nicht gegen Russland geben kann. Und deswegen prüfen wir immer dort, wo es möglich ist, auch ob es zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommen kann, wie zum Beispiel beim Iran-Dossier, wo das ja durchaus möglich gewesen ist. Aber wir glauben auch, und das ist wichtig, dass der Schlüssel für einen konstruktiven Neuanfang in den Beziehungen vor allem in Moskau liegt. Herr Jung. Weil Sie gerade die völkerrecht fragwürdigen Aktionen der Russen ansprechen und die deswegen Sanktionen verhängen, was ist mit den völkerrechtsfragwürdigen Handlungen der ukrainischen Führung, zum Beispiel in der Ostukraine, könnte das auch bald mal zu Sanktionen gegenüber Kiew führen? Ich weiß nicht, worauf Sie ansprechen, Herr Jung, aber es ist doch so, dass wir einen brandgefährlichen Konflikt in der Ostukraine haben, in dem es verschiedene Konfliktparteien gibt und in dem wir uns darum bemühen, eine politische Lösung herbeizuführen, die diesen Konflikt stabilisiert und zu einer Befriedung der Region führt. Und das ist das, was die Bundesregierung anstrebt durch die von uns soeben beschriebene Politik. Und da arbeiten wir jeden Tag dran. Gestern haben sich zum Beispiel im Außenministerium die Rechtsexperten der Länder aus den Normandie-Staaten getroffen. Das sind die Rechtsexperten aus Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland. Dabei ging es um den Stand der Verfassungsreform, um die Fragen der Dezentralisierung und die Ausgestaltung eines besonderen Statuses bestimmter Gebiete in den Verwaltungsbezirken Donetsk und Luhansk. Und das Treffen ist ja, wie Sie wissen, auf Initiative der Bundeskanzlerin zustande gekommen, die mit den drei Präsidenten gesprochen hat und hat auf Einladung hier des Leiters des Völkerrechtsberaters der Bundesregierung stattgefunden und hat auch einen guten und intensiven Austausch gebracht. Und wir hoffen, dass daraus dann auch wieder ein Impuls für den politischen Prozess entstehen kann. Und auf einer anderen Ebene ist es ja so, dass der Außenminister selbst in aller engstem Kontakt mit Ansprechpartnern in der Region, aber auch außerhalb der Region spielt. Er hat in der letzten Woche allein Telefonate mit dem ukrainischen Außenminister geführt, mit dem russischen Außenminister, mit dem amerikanischen Außenminister zur Lage in der Ukraine und bemüht sich, wie alle, mit Hochdruck darum, die Lage in der Ukraine, die ja weiterhin brandgefährlich ist, nicht weiter eskalieren zu lassen. Ich spielte auf potenzielle Kriegsverbrechen der ukrainischen Seite an, zum Beispiel in der Ostukraine, wo ganze Wohnhäuser und Wohnflächen zerstört werden. Wie Sie wissen, wird die Lage in der Ukraine ja von der OSZE sehr genau beobachtet. Und all das, was dort festgestellt wird, da haben wir die feste Erwartung, dass dem nachgegangen wird. Aber noch einmal, im Zentrum all unserer Bemühungen steht, die Lage in der Ostukraine zu beruhigen und zu stabilisieren, damit eben genau die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, nicht weiter eskalieren. Ich meine, momentan ist es ja so, dass jeder Schuss, der dort fällt, die Eskalation verstärkt und weg von einer Stabilisierung der Region führt. Und da sind jetzt all unsere Bemühungen darauf konzentriert, diesen Trend umzukehren. Herr Heller dazu. Zur Einordnung des russischen Verhaltens nur kurz eine Facette angesprochen. Wie beurteilt denn die Bundesregierung diesen Fall eines estnischen Polizisten, der letzte Woche verurteilt worden ist, der entführt worden sein soll von estnischem Staatsgebiet? Ist das eine weitere Form von Eskalation, die von russischer Seite in diesem Regionalkonflikt über die Ukraine hinaus beschritten wird? Naja, es ist ja schon so, wir haben ja auch, glaube ich, in diesem Forum schon mehrmals über diesen Fall gesprochen und die Bundesregierung hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach ihre Sorge über die Entführung des estnischen Polizeibeamten zum Ausdruck gebracht und
mehrfach seine umgehende Freilassung gefordert. Und angesichts des nun festgesetzten Strafmaßes von 15 Jahren Haft wiederholt die Bundesregierung ihre Forderung. Weitere Fragen zu Russland. Dann haben wir die Geburtenrate. Kommen wir zurück zur Geburtenrate, bitte schön. Ja, vielen Dank. Die Ministerin hat sich heute Mittag so geäußert, dass sie gesagt hat, es ist ein schönes Signal, dass in Deutschland wieder mehr Kinder geboren werden. Wir müssen trotzdem weiter uns anstrengen, Familien in Deutschland gut zu unterstützen. Bitte schön, ja. Nachfrage wohl nicht unerwartet. Führen Sie das denn auf, oder zumindest zum Teil, auch auf die Politik dieser Bundesregierung zurück? Und wie groß ist denn Ihre Sorge, dass vielleicht auch das schöne Betreuungsgeld mit dazu beigetragen haben könnte, dass es mehr Geburten gab und dass es im nächsten Jahr dann wieder bergab geht? Also zur ersten Frage. Die Ministerin hat immer gesagt, dass es eine sehr private Entscheidung ist, die Familien haben, ob sie sich für ein Kind entscheiden oder für ein oder zwei Kinder. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Klar ist aber auch, und das haben uns viele Umfragen und Studien auch gezeigt, dass junge Mütter und Väter auch sich Kinder wünschen. Aber sie appellieren auch ganz klar an die Politik, dafür auch für Unterstützung zu sorgen, vor allen Dingen mit Kita-Plätzen, aber auch mit Familienleistungen wie Kindergeld oder auch Kinderzuschlag für ärmere Familien. Insofern denken wir schon, dass all das mit einspielt in die Entscheidung für ein Kind. Gut. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Tufik hier das Wort mit einem anderen Thema. Stichwort Türkei, Herr Fischer. Der amerikanische Verteidigungsminister hat von der Türkei eine stärkere Rolle im Kampf gegen ISIS gefordert. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und ich hatte auch schon vor einem Monat gefragt, es ging um diese Errichtung einer Sicherheitszone, die die Amerikaner und die Türkei zusammen planen. Damals hatte die deutsche Regierung so eine Sicherheitszone abgelehnt. Bleibt es bei der Ablehnung oder hat sich da die Position geändert? Ja, ich glaube, gemeinsam mit der Türkei sind wir ja aktiv im Kampf gegen ISIS. Die Türkei hat ihre Anstrengungen zuletzt noch einmal verstärkt. Die Bundesregierung hat auf verschiedene Arten und Weisen den Kampf gegen diese schreckliche Terrorbande unterstützt und unterstützt dies weiterhin, unter anderem, wie der Kollege Nant ja auch ausführen kann, durch die Unterstützung der Peschmerga im Nordirak. Und ich glaube, wir sind auf verschiedensten Ebenen dabei, in einer internationalen Allianz mit vielen verschiedenen Partnern den Kampf gegen ISIS zu führen. Und da hat jede Partei ihre Rolle zu spielen. Die Türkei spielt eine, wir spielen eine, die Amerikaner spielen eine. Und insofern ist damit, glaube ich, erst einmal alles gesagt. Was der amerikanische Verteidigungsminister gesagt hat, ist, dass das eine größere Rolle spielen kann. Also dass es einen größeren Einsatz zeigen soll im Kampf gegen ISIS. Das war jetzt meine Frage. Ich kenne die Äußerung des amerikanischen Verteidigungsministers nicht. Ich kann nur feststellen, dass es in den letzten Wochen ja durchaus Veränderungen gegeben hat, dass die Luftwaffenbasis Incirlik in der Türkei jetzt auch amerikanischen Kampfflugzeugen für Einsätze gegenüber ISIS zur Verfügung steht. Insofern hat es da ja eine Verschärfung des Kampfes gegeben. Und die Sicherheitszone? Zur Sicherheitszone, ich meine, erstmal geht es ja hier darum, den Kampf gegen ISIS auf die verschiedensten Weisen, die völkerrechtlich angemessen sind und völkerrechtlich zulässig sind, zu führen. Und all das, was im Rahmen des Völkerrechts möglich ist, kann auch getan werden. Wie sich das zu der Sicherheitszone verhält, darüber will ich nicht spekulieren, weil derzeit mir keine konkreten Pläne bekannt sind, wie eine solche Sicherheitszone eingerichtet werden soll und unter welchen völkerrechtlichen Voraussetzungen dies geschehen soll. Insofern würde ich denken, dass diese Frage letztlich nur beantwortet werden kann, wenn es einen konkreten Vorschlag gibt, der international diskutiert wird und der dann auch bewertet werden kann völkerrechtlich. Herr Jung, war das noch ein anderes Thema offen bei Ihnen? Bitte. Herr Toschak, ich habe eine Frage zu den TTIP-Verhandlungen. Sie hatten ja nachgereicht,
welche Mitarbeiter der Regierung in diesen Leseraum in Berlin, in der US-Botschaft kommen. Erstmal die Frage, warum ist dieser Leseraum nicht in der Vertretung der EU-Kommission? Warum ist er in der US-Botschaft? Also der Leseraum in der US-Botschaft hier ist eingerichtet worden in Verhandlungen zwischen der Kommission und der US-Seite. Man hat sich dann offenbar für die Botschaft entschieden. Das ist auch in anderen Mitgliedstaaten so, dass die Leseräume in den US-Botschaften eingerichtet sind. Das ist schlichtweg Ergebnis der Verhandlungen. In den Leseräumen sind ja konsolidierte Dokumente. Um nochmal zu beschreiben, was das ist, sozusagen, das sind also Dokumente, Rechtstexte in Englisch, in der Verhandlungssprache, die beide Angebote für bestimmte Bereiche, wo es jetzt schon sozusagen Angebote gibt, zusammenfassen und gegenüberstellen, sodass man sich eben für die US-Seite, und deshalb, es geht ja um die US-Angebote, die Kommission veröffentlicht ja ihre Angebote, sich das ansehen kann und dann auch eine Bewertung ziehen kann. Eine Bewertung im Übrigen, die durch Experten aus den Fachministerien gezogen werden muss und auch gezogen wird. Und da es eben um die US-Dokumente geht, in Form dieser konsolidierten Fassung, ist, glaube ich, die Entscheidung dafür gefallen, zwischen den USA und der Kommission die Leseräume in der US-Botschaft einzurichten. Ich habe noch mal eine Frage. Also Sie sagen ja, dass dieser Leseraum zweimal die Woche für 2 Stunden geöffnet ist und dass nur maximal 2 Menschen gleichzeitig reinkommen können. Jetzt habe ich mal nachgerechnet, also wenn 2 Personen jeweils 2 Stunden ausschöpfen, was bei 1200 Seiten ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, können also maximal 4 Personen pro Woche Einsicht nehmen. Jetzt sagen Sie, dass 139 Regierungsmitglieder dafür angemeldet sind. Und wenn die jeweils tatsächlich wenigstens einmal Einsicht nehmen, was ja zu wünschen ist, dann würde das insgesamt, habe ich jetzt mal nachgerechnet, 9 Monate dauern. Jetzt ist das Ding seit Mitte Mai offen und wenn das jetzt 9 Monate dauert, ich glaube, Ihre Rechnung ist zusammen, wenn man bis Ende des Jahres TTIP schon am besten schon fertig verhandelt haben möchte. Ich glaube, Ihre Rechnung ist nicht ganz stimmig. Ich würde kurz bitten, wie kommen Sie auf 1200 Seiten? Momentan ist es so, dass für 11 Bereiche konsolidierte Texte vorliegen, weil da die Verhandlungen soweit sind. Das sind meines Wissens nicht 1200 Seiten insgesamt. Zudem, als zweiten Aspekt, ist es so, die 139 Personen sind benannt worden und die, für deren Bereiche jetzt eben konsolidierte Texte vorliegen, haben eben auch Zugang nehmen können. Es ist auch so, dass nicht zwangsläufig jede einzelne der 139 Personen dorthin geht. Es sind auch Vertretungen benannt und so weiter. Deshalb, ich glaube, die Rechnung, die Hochrechnung, die Sie jetzt da vornehmen, ist in sich nicht stimmig. Gibt es weitere Fragen zu TTIP? Bitteschön. Meine Lernfrage, Herr Toschew, gibt es für amerikanische Abgeordnete eine ähnliche Regelung, dass die nur in den Räumlichkeiten der EU-Kommission in Washington die Dokumente einsehen dürfen? Meines Wissens nicht. Es gibt Unterrichtungsvorgaben für den Kongress, die sind meines Erachtens in der sogenannten TPA, also in dem Verhandlungsmandat, was jetzt erteilt wurde durch den Kongress für die US-Administration, enthalten. Da würde ich Sie bitten, dort nochmal nachzufragen oder bei der US-Botschaft nachzufragen, wie genau der US-Kongress unterrichtet wird. Herr Jung, nochmal dazu. Jetzt hat ja Ihr Ministerium gestern eine Beschwerde an Frau Malmström verschickt, wo man sich beschwert, dass da die Einsichtnahme so kompliziert ist. Soll das jetzt eine eher symbolische Beschwerde sein? Weil Herr Gabriel sagt ja nicht, dass TTIP-Verhandlungen ab sofort unmöglich sind, weil das wäre ja eine wirkliche Beschwerde. Also der Minister, das meinen Sie, glaube ich, hat sich schriftlich an die Kommissarin gewandt. Und Anlass dafür ist der aus unserer Schritt jüngste Rückschritt in den Transparenzbemühungen. Ich möchte es nochmal einsortieren. Die Bundesregierung setzt sich seit Anfang der Verhandlungen dafür ein, hier viel Transparenz zu schaffen. Das ist für die Akzeptanz dieses Abkommens, das wir nachdrücklich unterstützen, auch notwendig. Und es ist auch insbesondere notwendig für die Abgeordneten, die ja, weil es sich aus unserer Sicht um gemischtes Abkommen handelt, auch zustimmen müssen in den nationalen Parlamenten.
Wir haben da viele Verbesserungen erreicht, gerade unter der neuen Kommissarin ist viel geschehen. Nicht nur, dass viele Texte veröffentlicht wurden, sondern dass es auch mit so begleitenden Texten versehen wurde, die allgemeinverständlich sind. Jetzt ist es aber so, dass die Kommission die Entscheidung getroffen hatte, den jüngsten Bericht zur letzten Verhandlungsrunde eben nicht zu übermitteln, sondern in Brüssel auszulegen. Und diesbezüglich hat sich der Minister an die Kommissarin gewandt und das als Rückschritt bezeichnet, weil das zwangsläufig auch dazu führt, dass, wenn der Bericht uns nicht zugestellt wird, er auch nicht weiter dem Bundestag zugestellt wird. Und wir, die Bundesregierung, sich dafür einsetzt, den Zugang der Abgeordneten zu TTIP-Unterlagen zu erhöhen. Also insbesondere eben auch, was die konsolidierten Texte angeht und jetzt eben auch für diesen Aspekt eines EU-Textes. Das heißt, wir haben uns an die Kommission gewandt, weil wir mehr Transparenz möchten und wir werden das Gespräch mit der Kommission suchen, wie wir damit jetzt weiter umgehen. Sie haben gerade angedeutet, dass das durch den Bundestag gehen wird. Ist das richtig? Also wird TTIP durch den Bundestag gehen müssen? Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich bei TTIP um ein gemischtes Abkommen, also mit Zuständigkeiten, die die nationale und die EU-Ebene betreffen, sodass aus diesem Grund der Bundestag zustimmen muss. Ja. Kann ich eine kleine Nachfrage an Herrn Seibert noch stellen zu der Beschwerde vom Wirtschaftsministerium? Ich habe immer noch zwei Themen offen. Also, und wenn Sie mal auf die Uhr gucken, wir sitzen hier schon recht lange. Eine kurze Frage, Herr Seibert. Laufen die TTIP-Verhandlungen aus Sicht der Kanzlerin demokratisch ab? Das ist ja so eine ganz andere Frage. Der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums hat dazu alles gesagt gerade. So, Frau Müller mit einem anderen Thema. Ja, ich muss eine Frage noch nachreichen, die ich vorhin vergessen hatte zum Bürgerdialog. Marxloh gilt ja einigen als No-Go-Area, wo die Polizei selbst bei Auffahrunfällen immer irgendwie gleich im Dutzend kommt. Was bedeutet denn das eigentlich für die Sicherheitsvorkehrungen beim solchen Termin? Da kann ich Ihnen nur die grundsätzliche Antwort geben, dass für die Sicherheit der Bundeskanzlerin immer angemessen gesorgt ist. Dann habe ich Herrn Heller noch zu einem anderen Thema notiert. Herr Tuschew, auch kurz gefragt, in der Hoffnung auf eine kurze Antwort, wann haben wir denn die Entscheidung des Ministers über die beantragte Ministererlaubnis EDK Tengelmann-Gruppe zu erwarten und was fehlt noch, um diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube, der Termin, wenn man es ganz formal sieht, läuft nächste Woche ab. Kurz gefasst, das Verfahren dauert an. Es braucht noch eine öffentliche Anhörung, wie in jedem Verfahren für Ministererlaubnis. Der Termin steht noch nicht fest. Und die vorgesehene 4-Monats-Frist ist eine Regelfrist. Es ist keine starre Frist. Deshalb, ich kann Ihnen keinen konkreten Zeitpunkt dazu nennen momentan. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen, die so lange hier gewesen sind und allen, die so viele Fragen gestellt haben. Und schließe die Antwort. Yeah. Foreign.